себя в этом месте через несколько дней. Нас очень настоятельно звали быть. Мы здесь, чтобы совершить самое за них. Невозможно так жить. Игры, где учат убивать каждый день, с утра до ночи. Из Украины приезжают дети и живут буквально на вокзалах. Обращаются к нам. Что же делать? Неужели Бог отвернулся? Неужели земля настолько деградирует, что этому должны страдать дети? Существует такое, как духовное гонение. Это происходит везде, в каждом городе. Это будущее всей земли. И она действительно ищет тех людей, кто могли бы стать теми, кто очистит эту землю. Мы должны так сильно повалиться, так мощно повалиться, этих злых духов убрать всех, содрать с земли, чтобы земля жила нормально, чтобы люди и на Украине, и по всему миру жили без войны. Нельзя, чтобы войны были на земле. Вложим в эту силу свою. Die schönste Zeit des Tages, die schönste Zeit des Jahres für Sie. Heute möchte ich vielen von Ihnen helfen. Oft sprechen Sie von einem Groll, den Sie in Ihrem Herzen oder in Ihrer Seele gegenüber einer wichtigen Person hegen oder vielleicht sogar gegenüber jemandem, mit dem Sie bei der Arbeit zu tun haben. Wir können einen Groll nicht nur wochenlang, sondern Jahre oder sogar Jahrzehnte lang in unserem Herzen tragen. Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass Groll mit der Zeit geheilt wird. Jeder Schmerz wird mit der Zeit geheilt. Und wenn viel Zeit vergeht, fühlen wir uns besser. Aber wir sind Schamanen und wir können mit verschiedenen Geistern kommunizieren. Warum sollten wir also so lange warten, wenn wir uns an den Geist der Zeit wenden können, um zu heilen, um jeden Groll, jede tiefe Wunde, die wir in unserem Leben erlitten haben, von unserer Seele zu entfernen? Denken Sie jetzt sofort an den tiefen Groll oder Schmerz, der schwer auf Ihrem Herzen lastet. Unmittelbar spontan. Es ist der Schmerz, der Ihnen jetzt zuerst in den Sinn kommt, den Sie zuerst beseitigen müssen. Sind Sie bereit? Bitte atmen Sie tief ein und aus. Fühlen Sie Ihre Brust, Ihr Herz, Ihren Seelenraum. Fühlen Sie jetzt den Schmerz und den Groll, der noch in Ihrem Herzen ist. Sie können sich nun gedanklich in diese Ereignisse, in die Beziehung zu dieser Person, in diese Situation hineinversetzen. Es ist etwas geschehen, das Ihre Seele verletzt hat. Vielleicht sind Sie beleidigt oder gedemütigt worden. Sie haben das Gefühl, dass Sie nicht verstanden oder respektiert werden. Und dieser Schmerz, den Ihre Seele immer noch empfindet, wenn Sie sich an dieses Ereignis erinnern. Ich werde nun eine besondere Kraft in unser Ritual einladen, den Geist der Zeit. Über viele Generationen hinweg ist eine alte schamanische Tradition auf uns übergegangen. Schauen Sie sich nun dieses schamanische Objekt an.
Es ist der Geist der Zeit. Sehen Sie es und fühlen Sie mit Ihrem Herzen, dass die Zeit gekommen ist. Wenden Sie sich gemeinsam mit mir an den Geist der Zeit. O Geist der Zeit, groß, unendlich, weise, alles erschaffend und zerstörend. O Geist der Zeit, höre den Ruf meines Herzens. Ich bitte dich, mich, den Schmerz, der sich in meiner Seele angesammelt hat, loslassen zu können. Beginnen Sie nun, einen Atemzug der Zeit zu nehmen. Sie drehen Ihren Kopf nach links in die Vergangenheit. Sie atmen ein und atmen den Schmerz ein. Halten Sie den Atem an. Sie drehen Ihren Kopf nach vorne. Schauen Sie den Geist der Zeit an und sagen Sie im Geiste: Hilf mir, mich zu befreien. Sie drehen Ihren Kopf nach rechts in die Zukunft und atmen nach rechts die reine, freie Energie Ihres Herzens aus. Wenn Sie Ihren Kopf nach links drehen, nehmen Sie Ihre Kraft aus der Situation des Schmerzes heraus. Kopf nach vorne, Geist der Zeit, hilf, Kopf nach rechts. Sie atmen Ihre eigene Energie in Ihre Zukunft aus. Also atmen Sie weiter. Tun Sie es in Ihrem eigenen Rhythmus, auf die Art und Weise, die für Ihre Seele im Moment angenehm ist. Mit einem Atemzug aus der Vergangenheit auf meiner linken Seite nehme ich meine Kraft. Ich schaue geradeaus. Ich wende mich an den Geist der Zeit. Geist der Zeit, hilf mir. Ich richte meinen Kopf auf die Zukunft. Und hier beginnen Sie sich vorzustellen, wie Ihre Zukunft aussehen soll. Glücklich, strahlend, erfüllt, zielstrebig, auf dem Weg Ihres Schicksals. Und dort atmen Sie Ihre Energie aus. Wir setzen fort. Ich nehme meine Kraft aus der Situation des Ressentiments. Ich bitte den Geist der Zeit um Hilfe. Ich lenke diese Kraft in meine Zukunft. Ich nehme meine Energie, die ich für eine ungöttliche Person aufgewendet habe, zurück. Ich bitte den Geist der Zeit um Hilfe. Ich sende diese Kraft in die Zukunft, damit mir ein wirklich edler Mensch über den Weg läuft. Ich nehme die Kraft aus der Situation, in der ich Angst hatte. Ich wende mich an den Geist der Zeit. Geist der Zeit, hilf mir. Ich schicke meine Kraft in die Zukunft. Ich gestalte mutig die erfolgreichen Ereignisse meines Lebens. Wiederum schöpfe ich meine Kraft aus der Vergangenheit. Geist der Zeit, hilf mir. Ich gestalte eine neue, starke Zukunft für mich und auch weiter atmen. Und auch der Geist der Zeit hilft Ihnen, Ihren Schmerz zu verändern, indem er diese Energie, die Kraft Ihrer Seele in eine Zukunft, in Freude, in gute Ereignisse, in Zuversicht, in die Begegnung mit jemandem, der Sie wirklich respektiert und mit dem Sie viele Jahre zusammenleben werden, verwandelt. Und ein paar Sekunden mehr. Ich gehe den ganzen Weg aus dieser schmerzhaften Situation mit meiner Kraft. Geist der Zeit, hilf mir. Und ich gestalte die neuen Ereignisse meiner Zukunft. Ich gestalte die Ereignisse selbst. Und jetzt schauen Sie sich den Geist der Zeit an. Und sagen Sie gedanklich oder besser noch laut mir nach: Ich bin die Herrin meines Schicksals. Ich bin die Herrin meines Lebens. Ich bin die Herrin meines Schicksals. Ich bin die Herrin meines Lebens. Ich bin es wert, mehr zu bekommen. Ich bin offen für mein Schicksal und ich mache mir die Kraft der Zeit zu eigen. Ich mache mir die Kraft meiner gegenwärtigen, starken Zukunft zu eigen. So soll es sein. Natürlich sollte man dem Geist der Zeit auf jeden Fall dankbar sein. Sie sind nun in Kontakt mit diesem uralten, schamanischen Amulett gekommen. Sie haben es nur durch ein Video berührt.
Und wenn Sie zu unseren schamanischen Seminaren kommen, werden Sie in der Lage sein, diesen Geist direkt zu berühren. Wir arbeiten in jedem unserer schamanischen Rituale mit der Zeit. Möchten Sie lernen, wie man die Zeit einteilt? Dann wiederholen Sie dieses Ritual immer wieder. Befreien Sie Ihr Herz von jeglichem Schmerz. Dann werden Sie und ich eine starke Zukunft für Sie und Ihre Ahnen aufbauen. Ich bin meinen Bekannten unendlich dankbar, die mich zu meiner Mentorin geführt haben. Es ist ein Segen, mit ihr zusammenzuarbeiten. Ich transformiere mich energetisch so sehr, dass ich begonnen habe, meine weibliche Kraft richtig zu spüren. Nach nur wenigen Monaten war ich von meiner chronischen Krankheit und meinem Trauma geheilt. Das ist ein Wunder. 5 Jahre lang konnte mir kein Arzt helfen. Meine Übungen werden täglich durchgeführt und halten mich gesund. Ich empfehle jeder Frau, sich mit meiner Mentorin in Verbindung zu setzen und ihre persönlichen Praktiken von ihr zu erhalten. Ich bin dir so dankbar für all die schönen Dinge, die du in mein Leben gebracht hast. Lade deine Bekannten und Freundinnen ein. Teile mit ihnen den Link zu diesem Video. Je mehr wir sind, desto schneller werden wir die Welt retten. Wenn du ein Geschenk, eine besondere Musik der Weltraumfrequenz erhalten möchtest, dann hinterlasse deinen Kontakt. Klicke auf den Link und wir werden dir dein Geschenk per E-Mail zusenden. Folge dem Link in der Beschreibung oder scanne den QR-Code. Du wirst erstaunt sein über die starke positive Wirkung dieser Musik. Deren positive Wirkung wurde in wissenschaftlichen Studien bewiesen und stammt aus alten Tempeln. Online-Retreat. Die Entfaltung deiner göttlichen Essenz. Heilungsrituale und besondere Zeremonien. Wir laden dich und deine Bekannten in den Kreis von auserwählten Frauen des Planeten ein. Diejenigen, deren Herzen mit Licht des Universums gefüllt sind.